meine. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Vlog, denn für mich geht es heute zum Flughafen. Und nein, ich fliege nicht weg, ich hole nur meine Mama ab, denn meine Mama war jetzt in Russland und heute kommt sie wieder. Und gerade befindet sie sich sogar in Moskau, glaube ich. Und ja, ich dachte, sie kommt um kurz vor 2 an, aber nee, sie kommt um kurz vor 5. Ich dachte halt, ich muss noch diesen Zeitunterschied abziehen, aber nee, musste ich nicht. Ja, deswegen, ups. Genau. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob der Hund jetzt kommt, denn ich weiß es nicht. Ich bin halt echt gespannt. Also für die, die es nicht wissen, ich war ja vor ein paar Monaten in Russland und ja, wir hatten unseren Hund dabei. Also quasi, wir haben halt von unseren Verwandten halt ein Chihuahua abgekauft und der ist so putzig und der ist richtig süß. Und ich habe mich so gefreut, dass der jetzt zu mir kommt, weil ich wollte so unbedingt einen Hund haben. Und dann am Flughafen kam raus, der darf nicht mit, weil irgendwie Sachen unvollständig sind und irgendwas fehlt. Impfungen haben, glaube ich, gefehlt oder eine Impfung, ich weiß nicht mehr genau. Der Hund war gechippt, also, und auch, doch, der war geimpft, aber eine Impfung hat auf jeden Fall gefehlt. Und ja, das war halt ein bisschen blöd, weil jeder zu uns gesagt hat, ja, es ist alles gemacht, es wird keine Probleme geben, bla bla bla. Ja, klar, haben wir dann auch am Flughafen gemerkt, es war halt ein bisschen blöd, weil wir quasi auch was drauf bezahlen müssen, weil wir einen Hund dabei haben. Aber ja, was soll man jetzt halt machen? Und auf jeden Fall dachte ich, dass meine Mama um kurz vor 2 landet, aber sie landet um kurz vor 5. Ja, ich dachte, ich muss noch den Zeitunterschied abziehen oder ich dachte halt einfach, weil letztes Mal, als wir in Frankfurt gelandet sind, wo ich mit ihr geflogen bin, waren wir um kurz vor 2 da. Deswegen dachte ich, okay, die hat jetzt gleich gebucht, weil der Morgenflug, also war nämlich 1:1 genau der gleiche, wie wir letztes Mal geflogen sind. Deswegen dachte ich, okay, aber anscheinend ja jetzt doch nicht. Und deswegen kommt ihr jetzt erst um kurz auf 5 und ich dachte, ich nehme euch einfach mit. Und jetzt werde ich mich schminken und ja, ich blende euch das jetzt mal in Zeitraffer ein. Also, ich habe mich jetzt auf jeden Fall fertig geschminkt und so sieht es aus. Ja. Ich habe mir so eine Hülle gemacht und ja, wegen dem Popsocket rutschen die ganzen Sticker hin und her. Deswegen, sorry. So, Freunde, es ist jetzt echt einige Zeit vergangen. In einer Stunde fahren wir, glaube ich, los zum Flughafen und es ist so unglaublich windig. Also, ohne Witz. Ich zeige es euch gleich nochmal. Aber es ist so windig und ich habe einfach gerade so Angst, weil meine Mama landet ja. Und Wind und Flugzeug und so. Ja. Mal gucken. Ja. Halala. Ich finde es voll cool, dass ich hier so slashen kann. Also ich glätte jetzt auf jeden Fall meine Haare, denn wir fahren jetzt gleich auch schon los. Und Leute, ihr wisst gar nicht, was ich gemacht habe. Ich bin richtig blöd. Auf jeden Fall, ich habe so eine Air Traffic, ich glaube, die heißt so, App. Und damit verfolge ich halt so die Flüge oder eher gesagt den Flug von meiner Mama. Und ich hatte ein Testabo, aber das Testabo ist jetzt abgelaufen. Und dann dachte ich mir so, okay, blöd gelaufen, aber dann stand da wieder 7-tägiges Probeabo und ich dachte mir so, ja, voll cool, mache ich. Und auf einmal, ja, habe ich ein Jahresabo abgeschlossen, voll toll. Naja, jetzt kann ich ein Jahr Flüge verfolgen, also falls ihr irgendwie... Oder keine Ahnung, falls jemand von euch wegfliegt, schreibt mir. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit der App machen soll. Also ich habe gerade echt unnötig Geld bezahlt dafür. Aber naja,
wenigstens kann ich den Flug von meiner Mama verfolgen. Und das hat, glaube ich, 11,50 € gekostet, das Jahresabo. Ich gebe das Geld dann einfach meiner Mama zurück, weil ich bin mit ihrem PayPal eingeloggt. Und ja. Also ich werde jetzt auf jeden Fall noch meine Haare fertig glätten und muss mich dann umziehen, weil ich habe einfach nur so einen so voll in den Pulli an und so eine komische Hose. Aber die ist richtig bequem. Und ja, dann melde ich mich wieder. Also ich werde auf jeden Fall eine Mütze anziehen. Denn es ist extremst windig, Leute. Es ist wirklich so windig. Und ich habe keinen Bock, dass meine Haare dann hier im Gesicht hängen. Wenn ich irgendwo hingehe, dann trage ich lieber eine Mütze. Dann fliegen die wenigstens nicht in mein Gesicht. Also Leute, das ist jetzt mein Outfit. Eigentlich ist hier noch Fell dran, aber ich kriege das irgendwie nicht dran. Die Tasche und ganz normal schwarz. Und ja, ich muss jetzt zum Flughafen und ja, let's go. Ich glaube, ihr wisst jetzt, was ich mit windig meine. Ich habe nicht mal einen Schal. Also wir befinden uns gerade im Parkhaus und meine Mama landet erst in 20 Minuten oder so, oder einer halben Stunde, keine Ahnung. Und es lohnt sich nicht, zu warten oder quasi in diesem Ankunft, also wo man die Leute halt quasi nur so raussetzt. Das können wir nicht machen, weil wir zu lange warten müssen. Deswegen haben wir jetzt im Parkhaus geparkt, oh mein Gott. Ja. Und ich konnte nicht so viel vom, also was jetzt vom Flughafen filmen, wie wir da hingefahren sind, weil mein Papa sich verfahren hat und ich den Navi anmachen musste. Und ja, also wir sind jetzt schon am Flughafen und ja, ich muss halt auf meine Mama warten und die landet jetzt in 20 Minuten. Und ja, auf jeden Fall stehen wir schon am richtigen Ding. Also Buchstaben, wo die ankommt. Leute, schaut euch mal an, wie schön das ist. Schau, jetzt kann ich das machen und dann kann ich rauszoomen. Mhm. Na, schaut mal, da landet sogar, glaube ich, gerade ein Flugzeug. Ich zoome mich ran. Boah, das sieht so cool aus. Ich liebe Flugzeuge, aber Angst vorm Fliegen habe ich. Damn. Also, meine Mama landet in 7 Minuten, das heißt, wir gehen gleich runter. Morgen. Und ist es... Nein. Oder? Ja, ist es der? Nee. 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 Ich zeige euch einmal ganz kurz mein Outfit hier. Weil man es vorher so schlecht gesehen hat. Tada! Keine Ahnung, aber ich glaube, wir sollten runtergehen. Sarika Kachaitibo. Es ist so. Das ist so schlimm anzugucken. Das Flugzeug wackelt einfach bei der Landung. Aber ich habe ja gesagt, dass es windig ist und es ist extrem. Ach Gott, es war halt gerade richtig so gewackelt. Also Leute, das ist jetzt das dritte Flugzeug, was mein Papa meint, dass meine Mama ist. Mal gucken, ich zoome ran. Boah, es ist so schwer zu erkennen. Doch, das ist es. Doch, doch, da ist eine Flagge drauf. Oder bin ich blind? What, Ruski Flagge? Oh, hallo Mama. Doch, das ist sie. Снимай, снимай, снимай. Guck. Это Танюха летит на этом самолете. Что ты это говоришь? Его там никто не понимает. А, нет, нет, нет. Да. Вон она? А, да. Смотри, да, это моя мама. Это 1:1 der Flieger. Снимай, снимай. Ich warte einfach immer noch auf meine Mama und ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Leute, ich habe meinen Hund. Guck mal, wer da ist. Die Mama. Leute, wir haben jetzt angehalten, damit der Hund mal Gassi geht. Also Leute, wir sind jetzt zu Hause angekommen und dieser Hund ist einfach so süß. Und für die, die es interessiert, mein Hund heißt Sonja. Ja, gell? Ja. Geh mal hier aufs Bett. Ja. Ich glaube, es wird noch ein bisschen anstrengend, weil ich habe 3 Katzen und jetzt einen Hund. Ja, ich glaube, er riecht die Katze. Die Katze.
Also, das ist mein Hund, der ist richtig, richtig putzig. Okay, da liegen jetzt noch Socken, super. Jo. Achso, und die Ohren sind noch abgeklebt. Wegen irgendwas, ich weiß nicht mehr. Irgendwas. Gott, der ist so süß. Oh. Er zittert voll. Oh. Nein. Also, an dieser Stelle würde ich das Video jetzt auch beenden. Und ja, die Ohren sind abgeklebt. Ich weiß nicht mehr genau aus welchem Grund. Meine Mama hat es mir erklärt. Ich glaube, sie will runterspringen. Oh, wie süß. Auf jeden Fall ja. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und ich verlinke euch auf jeden Fall nochmal das Video, wo mein Hund nicht mit durfte. Denn da habe ich auf jeden Fall genau den Grund erwähnt, warum mein Hund nicht mit durfte. Oder wenigstens habe ich da etwas mehr gewusst. Jetzt weiß ich nicht mehr so ganz genau, aber er ist auf jeden Fall hier. Und er ist so... Er. Warum die ganze Zeit er? Ich glaube, mich verwirrt das, weil mein Freund hat ja auch einen Hund. Und da ist es halt ein... Er. Gott, Leute, warte, das muss ich euch zeigen. Beachtet einfach nicht die Unordnung, aber... Ja, vielleicht verwechsel ich es deswegen, weil mein Freund einen Hund hat und es halt ein männlicher Hund ist. Und ja, ich jetzt halt eine Sie habe und keine Ahnung, ich glaube, es hilft mich jetzt noch ein bisschen. Aber ich glaube, komm mal her. Ui. Oh, Gott, ist dieser Hund süß. Oh. Auf jeden Fall, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen und ich werde gerade von allen Seiten gerufen. Deswegen bis zum nächsten Mal. Tschüss.